Willkommen zurück. Also ich bin schon von der Mauer runtergegangen. Ja, von seiner hohen Mauer ist wieder herabgestiegen. Genau, Maxi Chaotik hat aufgehört zu klatschen. Ja, ich kann noch andere schöne Dinge machen. Oh, was kannst du denn noch? Weiß ich noch nicht. Sie kann andere schöne Dinge und weiß noch nicht was. Was ist denn das? Kann die zum Beispiel das machen? Das hat sie jetzt nicht gemacht, oder? Doch, pass auf. Okay, wir gehen weiter. Okay, zum Schrein. Wir sollen jetzt nach Leavin und da werden wir einfach den Schrein hier nehmen. Willst du dich vorher noch umziehen? Du hast ja eine nasse Hose. Als wenn es bloß die Hose wäre. So, auf zum Schrein. Von Leavin. Und ich bin nass. Oh Mann. Nur ein bisschen. Dann zieh doch die Hose aus und lauf ohne rum. Nur ein bisschen. Ich habe gerade zwei volle Eimer abgekriegt. Ich bin du aber nur ein bisschen nass. Ja, du bist ja ein großer Ork. Ach so, ein Eimer pro Bein. Ja. Deswegen ist auch nur die Hose nass. Ja. Hört ihr das? Diese Musik im Hintergrund? Die Ladebildschirmsmusik. Und ihr merkt schon, es wird nicht herausgeschnitten. Sonst würdet ihr doch die schöne Unterhaltung verlieren. Packt die Waffen weg. Ich hab gerade schon wieder Blödsinn gemacht. Ja, hab ich gemerkt. Ich war auch Blödsinn, weil ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Ach, wir sind ja irgendwo hier lang. Mach den Blödsinn auch noch mit. Ach, lauf nicht so schnell. Hier lang. Hier lang. Bist du dir sicher? Dann hier rechts rum. Dann hier links rum. Hätten wir nicht einfach sonst geradeaus gehen können? Ah, hier haben wir uns letztes Mal das Haus angeguckt, ne? Ja. Wir müssen wieder ins Kastell umschmauern. Weil da wollte der hinten her, Vasinius, wie der heißt? Vacasinius. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich weiß besonders, dass es Luvidicus. Luvidicius? Dicius Lovus? Oh, Dicius Lovus. Oh. Seltsam. Das Kastell Leavin. So. Da sind wir wieder im Kastell. Und sollen das wahrscheinlich zuhören, oder? Das ist ja voll mein Ding, ey. Nee, was soll mit dem reden? Okay. Die dunkle Bruderschaft. Sie muss aus Dunkelfaust vertrieben werden. Ich weiß immer noch nicht, warum sie es auf uns abgesehen haben sollten, Vandasia. Schaltet erst die Bedrohung aus. Danach finden wir die Antworten. Warum ist der Vandasia da so aggressiv? Irgendwas haut er nicht hin. Der ist mir viel zu dunkel gekleidet dafür. Er ist vielleicht ein Ausgestoßener aus der dunklen Bruderschaft? Wer weiß. Ich glaube, das wäre zu einfach. Denkst du? Sprech mal einfach mit dem Luvidicus. Alle verbliebenen Ratsmitglieder in Dunkelforst sind hier im Kastell versammelt. Valeria, Vandasia und ich selbst. Während wir auf die Ankunft des Schreibers warten, nachdem ich geschickt habe, könnt ihr mir bitte erzählen, was ihr in Gideon entdeckt habt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Vandasias Einschätzung teile. Ich habe einen Brief gefunden. In ihm ging es um die Wiedereinrichtung einer Freistadt der dunklen Bruderschaft in der Blutstromhöhle. Ja, ich erinnere mich an Berichte über die Präsenz der Bruderschaft zu Beginn von Murikas Herrschaft. Doch sie wurde vertrieben. Die Assassinen müssen diese Zeit für die perfekte Gelegenheit halten, ihre Basis zurückzuerobern. Doch was hat das mit Leoviks Geheimnis und den Ambitionen zu tun? Ich bin mir nicht sicher. Und warum ermordet sie die Ratsmitglieder? Vandasia, Valeria und ich haben genau darüber gerade gesprochen. Wir glauben, Leovic ließ jedes der Ratsmitglieder unwissentlich an einem unterschiedlichen Aspekt des Vorhabens mit den Ambitionen arbeiten. Jeder von ihnen hatte Zugriff auf ein Steinchen des Mosaiks,
Doch nur Leovig allein hatte den vollständigen Überblick. Dann hat sich also jemand der dunklen Bruderschaft bedient, um die Ratsmitglieder zu ermorden und so das Geheimnis zu bewahren? Das ist unsere vorherrschende Theorie. Falls die Ratsmitglieder je zusammenkämen, um ihre Erkenntnisse untereinander abzugleichen, würde die Wahrheit hinter den Ambitionen enthüllt werden. Damit das nicht geschieht, wurde die dunkle Bruderschaft entsandt, um meine Kollegen zu töten. Jetzt ist es schon der Agent. Der Agent der dunklen Bruderschaft behauptet, er und seinesgleichen wären nicht für die Morde an den Ratsmitgliedern verantwortlich. Tatsächlich. Sehr kurios. Trotzdem zögere ich, das Wort eines geständigen Mörders als Wahrheit zu betrachten. Nicht, wenn gerade so viel auf dem Spiel steht. Ungeachtet dessen stellt schon die bloße Gegenwart der Bruderschaft eine Gefahr für ganz Dunkelforst dar. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Freistadt wieder aufgebaut wird. Vielleicht ist die Stadt ja viel schöner, diese Freistadt. Ja. In der Blutstromhöhle. Herrlich. Vielleicht können die verschlüsselten Dokumente, die Evely und ich geborgen haben, uns mehr verraten. Jeglichs und Sophos Dokumente beinhalten Informationen, die in einem kaiserlichen Code geschrieben sind. Ich habe nach dem Schreiber Beragon verlangt, doch er ist noch nicht eingetroffen. Bis dahin sind die Ratsmitglieder hinter diesen Mauern sicher. Sicher? Ihr habt euch bisher gut geschlagen und habt meinen Dank. Schön, Quest abschließen, Panzer Hansen der Elfenbeinbrigade. Was auch immer in Wahrheit hinter den Morden an den anderen Mitgliedern des Rates stecken mag. Wir dürfen nicht zulassen, dass die dunkle Bruderschaft in Dunkelforst Fuß fassen kann. Bitte reist mit Evely zur Blutstromhöhle, um die Lage dort einzuschätzen. Sprecht mit Evely und schmiedet eure Pläne. Okay, dann gehen wir dann mal wieder zu Evely, ne? Hey, Partner! Hast du das mit dem Brigadisten schon gehabt oder bist du einfach auf Lepur gegangen? Bin immer Lepur gegangen. Achso. Eure Aufgabe ist ja mit der zu sprechen. Der scheint auch was Mist zu erzählen. So, wir haben da schöne... Ich kann mir jetzt Farben aussuchen. Hände. Und das ist schwer und das ist nicht schön, denn ich brauche mittlere. Also bleibe ich bei Schweinelederkriffel anstatt Panzer Hansen der Elfenbeinbrigade. Und die viel schön stärker werden. Aber gut. Das lässt sich nun mal nicht ändern, aber ich glaube, jetzt ist eins passiert. Genau. Das war das erste Quest der 7 Hauptquests. Juhu! Ihr merkt, das kann noch eine Weile dauern. Oder die nächsten gehen ruckzuck vorbei. Das werden wir sehen. So. Nächstes sprechen wir... Aber es ist jetzt hier gar nicht Evely, sondern es ist irgendwas anderes. Das ist Evely Schafpfeil. Ja, aber ist ja jetzt nicht weiß. Achso, weil ich jetzt wahrscheinlich ein anderes Quest habe. Ja, ich auch. Ah ne, wir müssen es jetzt erst wieder aktivieren, um mit der zu reden. Achso. Wir sprechen jetzt mit der und dann ist das Quest da. Genau. Okay. Alles klar, ihr habt Luvidicus gehört. Zeit wieder an die Arbeit zu gehen. Während die Ratsmitglieder im Kastell Leyavin in Sicherheit sind und auf die Ankunft des Schreibers warten, müssen wir herausfinden, was die dunkle Bruderschaft wirklich vorhat. Zeigt mir diesen Brief, den ihr in Gideon gefunden habt. Die hat doch eine ganz besondere Beziehung zu Eicheln, oder? War das nicht sie? Ja, ich glaube, das war die. Hier, das sind Befehle einer Matrone der dunklen Bruderschaft. Sie wollen in der Gegend eine Freistadt errichten. Ja, das sind auf jeden Fall Befehle. Die Blutstromhöhle wird erwähnt. Sie liegt nordöstlich von Leyavin am Rand von Dunkelforst. Nun, wie die Weber immer sagen, der beste Weg, um herauszufinden, was auf der Lichtung vor sich geht, ist auf sie hinauszutreten. Ah, jetzt ja. Okay. Der Brief deutet darauf hin, dass der Eingang der Freistadt tief in der Höhle liegt. Natürlich. Es ist auch wirklich gar nichts mehr einfach, seit ich dieses sonderbare Buch gefunden und damit begonnen habe, Leovigs Geheimnis nachzuspüren. Nun, seid ihr immer noch daran interessiert, das Geheimnis der Ambitionen zu lüften? Werdet ihr mit mir in die Blutstromhöhle kommen? Na klar. Ja. Los geht's. Die Ratsmitglieder sollten in Sicherheit sein. Trefft mich also an der Blutstromhöhle. Wir müssen feststellen, ob die dunkle Bruderschaft hinter den Morden steckt oder nicht. Auf jeden Fall ist diese Freistadt eine Bedrohung für Dunkelforst. Ich hoffe nur, dass ich nicht noch eine dieser Visionen habe. Sprechen wir sie noch an wegen dieser Vision?
Kann man doch machen, hä? Ja, was denn für ein Wachtraum? Erinnert ihr euch noch, wie wir in der Feste Blaublut diese ermordete Dienstbotin fanden? Mhm. Da hatte ich eine Vision von einer schattenhaften Gestalt. Ein Kultist mit Robe und Kapuze. Stimmt. Vom Orden der erwachenden Flamme, schätze ich. Die Vision war kurz, aber heftig. Gleich wieder vorbei. Doch diese Gestalt fühlte sich böse an. Das stimmt, davon hatte sie erzählt. Mhm. Und ihr glaubt, diese Träume und Visionen stehen mit dem Buch in Verbindung, das ihr gefunden habt? Was könnte es denn sonst sein? Das Buch wirkt sehr alt und es ist in einer Sprache geschrieben, die wir nicht lesen können. Allein es dabei zu haben, es fühlt sich schwer an, bedrückend, wie eine Last, von der ich nicht wusste, dass ich sie geschultert hatte. Aber Lupus schickte mich los, um es zu finden. Es muss wichtig sein. Inwiefern wichtig? Ich weiß es nicht. Ich bin eine Bogenschützin, keine Daedra-Gelehrte oder so. Ich glaube aber nicht, dass ich zulassen sollte, dass es dem Orden der erwachenden Flamme in die Hände fällt. Und vielleicht wird uns eine dieser Visionen, falls ich denn noch mehr davon habe, tatsächlich dabei helfen, uns das hier alles zusammenzureimen. Seid ihr euch sicher, dass ihr es weiter mit euch herumtragen wollt? Wir haben inzwischen schon eine Weile keine Kultisten mehr gesehen. Nein, aber diese letzte Vision, die ich hatte, war ganz klar eine Warnung vor dem Oberhaupt des Kults. Wer immer das auch sein mag, diese Person ist mächtig und böse. Also böse Träume hin, böse Träume her. Ich glaube, ich behalte das Buch, nur für den Fall der Fälle. Ist halt ein Buch. Ja, Bücher gibt man nicht einfach weg. Nein. Oh. Und jetzt wieder raus. Oder wir sprechen ich mit euch in der Blutstromhöhle. Hauptmann Rian Liore. Das ist die richtige Blutstromhöhle. Das steht auch hier. Wir werden erst ja. sicher sein, wenn die dunkle Bruderschaft aus Dunkelfaust das war der, die Schönlocke war das doch. Ja, ah. Schönling. Hallo Schönlocke. Die Blutstromhöhle ist ein gefährlicher Ort. Ob die dunkle Bruderschaft nun dort ist oder nicht. Ihr und Eveli solltet stets auf der Hut sein. Passt aufeinander auf. Ich möchte keine so wertvollen Agenten verlieren wie euch. Jetzt sind mich auf einmal Agenten. Frischt meine Erinnerung auf, womit wir es hier zu tun haben. Eveli hat von einer Bedrohung für die ehemaligen Mitglieder des kaiserlichen Ältestenrats gehört, einschließlich Ratsherr Lovidicus. Die Bedrohung scheint mit einem Geheimnis der Langhauskaiser in Verbindung zu stehen. Einem Geheimnis, bei dem es um etwas geht, was man die vier Ambitionen nennt. Schön, das wissen wir doch alles. Okay, ja. Fragen wir weiter. Was sind die vier Ambitionen? Wir wissen es nicht wirklich. Wir haben nach einem kaiserlichen Schreiber geschickt, der die verschlüsselten Dokumente entziffern kann, die ihr uns gebracht habt. Alles. Aber er ist noch nicht eingetroffen. In der Zwischenzeit tun wir alles, was wir können, um die Ratsmitglieder vor den Assassinen der dunklen Bruderschaft zu schützen. Wollen wir wirklich noch weiter mit ihm reden? Nee. Optionale Schritte. Weil ist ja nur optional. Der wiederholt doch alles nur. Er könnte zwar vielleicht noch irgendwas Neues bringen, aber ganz ehrlich. Nee. Also, hier. Wir wollen Blut, wir wollen Strom, wir wollen die Höhle. Oh, eine Blut. Strom. Höhle. Manche sind gut, andere sind böse. War das übertrieben? Nein. Manche machen einem Geschenke, andere machen einem die Taschen leer. Okay. Wo müssen wir denn hin? Dann wieder raus. Erstmal. Und dann. Ah, wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Ach, da ist die Tür. Ist die Gezeitenhöhle? Wo ist. Oh, dann die Blutstromhöhle. Ach ja, das war so ein Ding. Dachte ich, irgendwo. Oh, wo war denn die? War die woanders? Geht zur Blutstromhöhle. Ist auch aktiviert. Das ist jetzt. In diese Richtung, nur höher. Im Norden. Im Norden? Ach nee, da geht erstmal durch die Tür raus. Okay, dann gehen wir erstmal durch die Tür raus. Achso, hier ist noch eine Tür? Ja, ah, die Tür aus der Stadt. So. Jetzt sind wir endgültig aus Leavin raus. Endgültig. Aber sowas vorbei. Von endgültig. Wir kommen später wieder. Okay. Jetzt sind wir hier. Tatsächlich hier direkt so ein. An diesem durchaus ein Neujahrsfest. Ach, das ist ja gerade ja dieses. Neujahrsfest. Jetzt gucken wir jetzt mal auf die Karte. Sieht man jetzt irgendwas? Blutstromhöhle.
wäre in diese Richtung, nur höher. Es gibt ja einen Weg, schreiend Blutstrom. Ach, hier oben, hier. Oben ach, rechts. Die war dort. Dort war die Blutstromhöhle. Genau. Dann können wir uns ja zu dem Schrein gleich teleportieren. Das können wir machen. Dann gehen wir hier außen gleich zu dem Schrein, ne? Wenn wir hier draußen sind. Ich hätte jetzt einfach das Geld dafür ausgegeben. So, können wir hoch. Das kostet ja noch nicht so viel, sei nicht so geizig. Dann gehen wir hier drauf. Wegschrein von Blutstrom. Ich bin schon da. Ich wirbel durch die Zeit und bin da. Und jetzt laufen wir Richtung Blut. Richtung Strom. Blut. Da ist wir laufen Richtung Blut. Eine Höhle. Erwischt. Ein Zweigling. Irgendwo in diese Richtung. Und hoch, 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 hoch. Ich muss wieder runter. Oh, mehrere Zweiglinge. Die will ich. Die beten gerade so schön. Ja, ich hänge am Felsen fest. Da ist wieder meine Netzkuh. Und dann irgendwo hier, hier, hier lang irgendwo. Und dann runterfallen? Wow, hier unten steht ein Quest. Hier unten steht ein Quest. Seht ihr? Hier irgendwo. Hier. Aber das hat nichts damit zu tun. Nee, dann lass mich hier rein. Furcht, Tod. Können wir später mal machen. Der Wille von Sitis. So, auf in die Blutstrom. Höhle. Quer durchs Gestrüpp. Ui. Ui? Hier leuchtet alles so schön. Hier waren wir ja schon mal. Ja, es leuchtet ist immer noch. Ist schon eine Weile her, das ist schon ein paar Folgen her. Es leuchtet immer noch so schön und dieses Leuchten werden wir auch nächste Folge noch sehen. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ich wollte nicht wirklich ohne euch tiefer hineingehen. Okay, sie wartet dann da unten. Aber wir werden erst das nächste Mal mit ihr sprechen. Und dann mal sehen, wie schön die Höhle wieder ausgeleuchtet ist. Da steht die Mary. Was? Wie die hinter dir steht, versteckt sich. Ja, die hat Angst. Vor der Blutstrom. Höhle. Ist gut, gehst du mal weg? Also. Geh da weg, der ist meiner. Jetzt gucke ich dich an. Geh da also. Weg. So. Wir sehen uns also das nächste Mal wieder. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen. Tschüssi.